möchten wir ein großes Dankeschön an unsere heutigen Helfer aus der Abteilung richten. Biene und Heidi, unsere Mädels am Verkostungsstand hinten, Frank und Manni am Live-Ticker, Günther an der Kasse, sowie den fleißigen Helfern, die uns beim Aufbau sowie das Mitbringen von Kaffee und Kuchen geholfen haben. Vielen Dank dafür. Bravo. Ebenfalls ein großes Dankeschön an unsere zahlreichen Sponsoren, ohne die es nicht möglich wäre, Tischtennis-Bundesliga hier in Linzbach zu ermöglichen. Vielen Dank dafür. Begrüßen möchte ich ebenfalls unser heutiges Schiedsrichtergespann. Dies wird heute angeführt von Hann-Roland Vogt vom TSV 2000 Rotenburg. Er wird unterstützt von Markus Kemeter von FC Kalbensteinberg. Sowie Herrn Horst Stühler vom TDC Bruckberg. Ein herzliches Willkommen natürlich auch erstmals hier in Linzbach unseren heutigen Gegner vom 1. FC Saarbrücken 2, welcher mit einer absoluten Profimannschaft heute angereist ist, um den Teammanager José Urch. Zur aktuellen Tabellensituation muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Unsere Gäste sind, wie erwartet, souveräner Tabellenführer mit 8:0 Punkten. Wir auch auf Rang 2 und wollen heute einfach versuchen, ja, den Favoriten ein bisschen zu ärgern. Kommen wir zu den Aufstellungen. Unsere Gäste treten mit folgender Besetzung an. An Position 4 begrüßen wir einen sehr guten deutschen Nachwuchsspieler mit einem TTR-Wert von 2228 Punkten, Matthias Hübgen. An Position 3, er ist 19 Jahre jung, hat einen aktuellen TTR-Wert von 2440 Punkten. Er ist mehrfacher und aktueller Jugend-Europameister und aktuell auf Platz 75 der Weltrangliste, der Herr aus Rumänien. We say welcome, Eduard Ionescu. An Position 2 können die Nummer 84 der Weltrangliste aus Belgien begrüßen. Er ist beste Bestandteil der ersten Mannschaft, aber noch mit Prominent eben auch in der zweiten Garde aufgestellt. Er hat den aktuellen TTR-Wert von 2396 Punkten. Welcome, Stefan Kultig. An Position 1, er war diese Woche aufgereist, wieder in der ersten Bundesliga-Mannschaft im Einsatz. Letzte Saison war er bester Spieler in der zweiten Bundesliga, hat einen TTR-Wert von 2423 Punkten. Er ist 23 Jahre jung und ist in der weiteren deutschen Handnationalmannschaft. Und ebenso mit Platz 98 unter den Top 100 der Welt. Herzlich willkommen, Cedric Meissner. Doppelspiel unsere Gäste mit Doppel 1 mit Ionescu, Doppel 2 Meissner Hüttgen. Der TSV Linzbach stellt heute den folgenden Aufstellung dagegen. Auf Position 6, er legte doch seinen Wechsel im Jahr 2017 den Grundstein, führte uns von der Oberliga in die dritte Bundesliga. Herzlich willkommen, Tobias Ehre. In seiner fünften Saison bei uns, unser Kämpfer aus Nürnberg, wir begrüßen Shinya Kiss. Auf Position 4 unser Ebenschucker aus Argentinien, welcome back Rodrigo Schlebeer. Auf Position 3 in der laufenden Saison noch ungeschlagen, er ist ein Top 3 Nachwuchsspieler in Deutschland. Vor kurzem holte er die Bronzemedaille mit der Mannschaft bei den Europameisterschaften der U19 für Deutschland. Er ist aktueller bayerischer Meister, der Herr. Willkommen, Tom Schweiger.
auf Position 2. Auch er ist diese Saison noch umgeschlagen im Einzel. War jahrelang Spitzenspieler beim TV Holstein in der zweiten Bundesliga. Hat 3 Jahre auf ihn warten müssen. Wir begrüßen Peter David. Auf Position 1, letzte Saison bester Spieler der Liga mit einer starken 19:4 Einzelbilanz. Welcome to Chief Chandra. Und wir wollen uns wieder gewissen heute mit Doppel 1 David Schiller-Bär und Doppel 2 Chandra Schweiger. Eine kleine Anmerkung noch zum organisatorischen Ablauf. Wir starten gleich mit den beiden Eingangstoppeln, fangen dann weiter an mit den beiden Spielen im vorderen Parkhaus. Dann machen wir 15-minütige Verkostungspause, bevor es dann ohne Pause weitergeht. Wir starten auf Tisch 1. Mit David Schiller-Berg gegen Ludwig Ionescu und auf Tisch 2 Chandra Schweiger gegen Meißner Hübgen.